Du kannst mir noch viel mehr geben, wenn wir da fertig sind. Natural Selection Annex. Hier geht der Punk ab und hier steckt der Bär. Gesundheitsregeneration plus 5,1. Das ist doch das Zeug, das du möchtest, oder? Bitte in den Behälter dort unten. Oh ja. Mir fehlen noch 1700. Dir fehlt noch Zeug dafür? Kohle. Dir fehlt Geld? Ja. Warte mal. Das heißt, warte mal, komm mal her. Ich hoffe, du bist geimpft. 1700 hast du gesagt. Ja. Das macht dann 5700. Also 6000. Nee, also das, was das insgesamt wäre, was ich dir dann zurückzahlen muss, wären dann 5700. Genau, ich bin nur davon ausgegangen, dass du wieder hochrechnest, deswegen. Also nee, alles zusammen 5700 danach. Okay. Nehmen wir das. Und vorhin waren es nämlich 5000, ich habe 1000 gezahlt, dann waren es 4000, 4000 plus 1700. Ja, aber es waren doch nicht 5000, es waren 4600 eigentlich. Achso, ja, das war die Hochrechnung. Ja, und ich habe ja gedacht, du rechnest das wieder hoch, deswegen habe ich es gleich so gesagt. Ah. Ist das hier nicht auch... War das hier nicht, wo du viel leichter irgendwie, wenn du ausgeschieden bist, noch mitkämpfen kannst? Ja, weil es hier oder weniger Deckung gibt. Okay, also warst du nicht im Schlachthaus, okay. Und hier kann man halt auch voll leicht die 5 Runden machen. Okay, was heißt voll leicht, aber es ist nicht so schlimm wie im Schlachthaus. Und ich bin Macromancer. Zu 3 Tode, die aufs Konto gehen. Ich mag den Badass Gag nicht. Kann der bitte weggehen? Aua! 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 Er hat seine Mates konvertiert. Ja, ich hatte es gesehen. Der hat auch meinen Death Trap konvertiert. Hätte ihn etwa unter die Erde gebracht. Oh, die Spider-Ants sind so leichte Gegner. Sind immer so rollig. Halt's Maul! Hat er bei mir einfach nur gesagt. Ich schieße dir auf dein Hinterteil! Ja, nochmal! Genau, das ist dein Untergang. Dein unterster Gang ist das. Es kann gut werden, dass gut sein, dass wir durch diese Arena hier Level 20 erreichen. Ja, auf jeden Fall. Du kriegst dann nochmal Erfahrungspunkte, wenn du es abgeschlossen hast. Ja. Ich habe nicht gesehen, was mich angegriffen hat. Es ist außerhalb meines Sichtfeldes gestorben. Es wäre sehr interessant, wenn du durch das Killen von mir Erfahrungspunkte bekommen würdest. Ich meine, ich bekomme Erfahrungspunkte, nur es bringt der Death Trap nichts. Oh, warte mal ab, bis mein Schild auf Death Trap projiziert wird und er dann halt einfach nicht nur ein Schild hat, das heißt, er weniger Schaden nimmt, sondern auch noch ein Spike-Schild hat. Hey. Oder der
als berühmter Glitch. Du rüstest Fame of, Flame of the Firehawk aus, beschwörst Deathtrap, Deathtrap hat Flame of the Firehawk und danach nimmst du wieder den Schild, den du möchtest. Also sprich, der behält das Schild, was du davor hattest, eine Weile. Ja. Ach du Scheiße, Granate! Granate! Ich muss mich heilen! Heil Orbs! Orbs der Heilung! Komm zu mir! Gott! Ja, zum Glück nicht zu mir. Ups. Hört, könnt ihr endlich mal aufhören zu sterben? Ich nehme das persönlich. Ich verletze meine Gefühle. Die laufen zu mir hin, wollen mir nur ein High Five geben und dann sind sie irgendwie tot. Ich meine, komm, das ist viel einfacher als das Schlachthaus, oder? Ja. Kommst du her? Du kannst runter. Ich schau mich hier wenig um. Ich mache ein wenig Sightseeing. Okay, dann komme ich halt mit. Kannst dich hier auch wundervoll festmachen. Guck mal, hallo. Es ist. Nein! Doch. Ich bleib dann hier, ja? Okay. Du kannst das auch, wenn du die Taste an der Wand gedrückt hältst, während du hochfährst. Dann fährt der Fahrstuhl nämlich durch dich durch und drückt dich nach unten. Falls du das mal zeigen möchtest, irgendwann. Vielleicht. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Was steht da? Da steht irgendwas. You are not the boss of me steht auf dem Hebel. Das habe ich noch nie gesehen. Hm. Ah! Du musst ja den Hebel runterziehen. Das heißt, da steht ja Pull. Und dann hat einer einfach so drunter geschrieben, ja, du bist nicht mein Boss. Das ist witzig. Irgendwas verpuppt sich. Ich höre es, aber ich kann es nicht sehen. Und Deathtrap, sein Balken geht immer wieder hoch. Es ist wundervoll. Er hebt ab. Au, aber das könnte ein bisschen wehtun. Ich glaube, das ist universell anwendbar, oder? Hier, egal, wenn es vorhat, dich zu meuchelmorden, oder? Das ist dann Notwehr. Ja. Man hätte es sonst natürlich nicht gemacht. Das Tier wollte es so. Das stimmt, ich mache jetzt gerade aktiv, inaktiv die Aufgabe Gegner per No-Scope töten. Ah, okay. No-Scope, no problem. Korrigiere! Das erinnert mich dran, habe ich hier nicht mal die Korrigieren-Mission gemacht? Ich finde, da war was. Hier ist es nicht Kognitionist. Ja, keine Ahnung. Die Mission, wo du Nebenmissionen erfüllen musstest.
Nee, das war doch das, was ich gemeint habe. Ja, greif mich an, ich muss das noch machen. Also das. Ah, cool. Ey, das ist mir so egal. Ich habe alle meine Granaten geworfen. Irgendwas stirbt schon. Na, ich habe den jetzt noch kurz runtergeprügelt. Oh mein Gott, Abklingzeit 9,6. Das ist der Scheiß, für den ich hier bin. Deathtrap hat 27 Zeugs bekommen. Das ist gut. Und ich habe ein bisschen Respekt vor dem Super Badass Rocket, der auf mich aus ist. Ich mag es nicht, wenn er auf mich aus ist. Der möchte auf den Pelz rücken. Ja, und ich möchte das mit Deathtrap reinmachen. So, okay. Ich hab das Licht erblickt! Was? Ich hab das Licht erblickt? Oh ja. Cool, Bro. Weird Flex. Welch wunderschönes Elend. Freut mich für dich. Jetzt gibt's eine Teilnehmer-Trophäe, oder wie? Ich hab dir ja die Story von meinem Opa erzählt, oder? Wo ich mal dir eine Frage gestellt habe. Ich glaube nicht. Oder ist zu lange her? Wo ich halt so gemeint habe, ja, dadurch, dass mein Opa ja Herzinfarktpatient war, hatte er ja mehrere Nahtoderfahrungen. Und ich halt mir so gemeint habe, es fragen sich doch immer Leute, was nach dem Tod kommt. Können wir das nicht mal mit... Warum fragen wir das nicht einfach mein Opa? Der war doch schon mehrfach quasi tot, habe ich halt so gemeint. Und meine Mutter hat dazu dann gemeint, ja, der meinte, ja, der hat gesagt, er hat mich nicht gesehen. Ja, stimmt, ich kann nicht. Mehr Erfahrungspunkte für uns. Ja. Sehen wir es positiv. Wir spawnen auch noch gleichzeitig. Oh ja. Immer muss ich mit dem da spawnen, oder wie? Nicht mit jemand von den coolen Kids, oder wie? Ja. Bist du auch bloß ein besserer Kelvin? Maybe. Stell dich mal unter den Fahrstuhl. Wenn du dich unter den Fahrstuhl stellst, bekommst du ganz viele Erfahrungspunkte. Vertrau mir, oder wie? Ja! Quelle, vertrau mir, Bruder, oder? Trust me, Brudi. Ich warte halt immer noch darauf, dass der Master bei 3, 2 einfach so kommt. Ich habe meinen Text vergessen. Ja, und das mit den Warkids ist das Schwierigste eigentlich. Weil alle anderen Gegner nicht so scheiße sind. Ich will das. Erhöht die Abklingzeitrate deines Action Skills. Action Skill Abklingzeit plus 6%. Und das klingt doch attraktiv, oder? Was ein Deal. Ja. Formal sind wir in internationalen Gewässern. Alles egal. Ich. Und ich könnte meinen Death Trap jetzt nochmal beschwören, dadurch, dass ich ein Level aufgestiegen bin. Ja, das Spiel wird dich daran hindern. Ja, ich merk's. Trotzdem so ein gutes altes Löffler. Es wäre schon lustig, wenn der auf einen Skill nochmal einsetzen könnte, obwohl schon einer gespawnt ist. Der Kommando so 4 Geschütze! Ja.
Oder stell dir mal vor, du könntest den Kommando Power leveln, dann hättet ihr auf einmal so 20 Geschütze einfach aufgestellt. Es ist halt interessant, dass die Gegner die spawnen. Meinst du Überreste? Ja. Das ist ja nicht gut so. Kämpfen wir vielleicht nur in einer Simulation? Vielleicht. Ich beschwör Death Trap gleich nochmal. Ich kann's mir leisten. Es wäre schon irgendwie mies, wenn man dafür bezahlen müsste, Death Trap zu beschwören. Wenn er dafür dann nicht weggeht? Fetzen, 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 hat dein Charakter gerade gesagt. Ja. Ich sag dir das mal, weil bei dir sagt er bestimmt was anderes. Bei mir hat er gar nichts gesagt. War auch schön. Jetzt hat er gebrüllt. Ja, ungefähr so. Muss noch ein wenig an deiner Nachahmung arbeiten. So, die Hälfte haben wir hinter uns. Ab jetzt wird's jetzt zum Glück nur angenehmer. Ja. Alle Kräfte auf Daddy, das Super Badass. Die Zeit ist um. Und ich muss dich wiederbeleben. Ich hatte jetzt ein, zwei Gegner um mich herum gehabt. Ich hätte dich gern getötet. Respekt für den Robot. Geht auch so. Ich verbiete dir weil. Okay. Lauf weiter, wenn du möchtest. Das Schöne war halt, ich habe nichts gesehen, weil es zu viele Effekte waren. Mhm. Und hinter dir ist erstmal der Gegner aus dem Boden hervorgekrochen. Okay. Ich muss mir was überlegen. Weil uns hindert nur das Super Badass. Wenn du jetzt. Also bist du jetzt gerade gestorben, nicht wahr? Ja.